5 Niederlagen in Serie empfangen die Bietigheim Steelers der Tabellenletzte mit Cody Brenner zwischen den Pfosten, die Fishtown Penguins Bremerhaven. Es gab ja die Trennung von Danny Noh, drittes Spiel für Fabian Dahlem als Interimstrainer auf ein 1:4 Nürnberg, folgt ein 1:3 gegen Wolfsburg, zeigt schon, die Offensive ist es, die mehr produzieren muss. Die Steelers in den grünen Trikots, erstes Drittel, CJ Stretch geht einfach mal durch und trifft die Latte aus spitzen Winkel. Bietigheim 5 Niederlagen in Serie, der Tabellenletzte. Und auf der anderen Seite die Fishtown Penguins, ja, mit 2 Niederlagen gegen Straubing und dann gegen Ingolstadt sogar ohne Tor geblieben, 0:3. Wir hatten eine Konterchance, die Fishtown Penguins Mitte des ersten Drittels in Unterzahl. Schön gespielt von Valic auf Tirvainen hier nach dem, ja, Scheibenverlust von erst Wilkie. Der Pass war nicht optimal und dann Braun, aber stark gehalten von Brenner gegen Tirvainen. Bremerhaven immer noch ohne Urbas, ohne Verlic, ohne Erba und ohne Jensen und mit Fehlern wie hier von Mauermann, der fast eigene Tor spielt, in die Schlittschuhe von Tirvainen und Lepphaus hat die Möglichkeit, aber Franz Wendt mit der Parade. Beide Goalies sehr, sehr gut aufgelegt. Immer noch das erste Drittel, 0:0, aber Chancen waren da für beide Mannschaften. Mija Verlic, toller Pass in den Slot auf Christian Weise, der Däne, der schon 8-mal getroffen hat in dieser Saison. Findet aber auch da seinen Meister in Cody Brenner. Viele Kids, viele Schüler und Schülerinnen da. Tag der Schule in Bietigheim, 3.800 Zuschauerinnen und Zuschauer. Und die bekamen ein flottes Spiel. Bis dahin aber weiterhin ohne Tore. Nächste Möglichkeit für die Bietigheim Steelers. Anfang des zweiten Drittels. Schüle auf Maioni und der an den rechten Pfosten. Die Chancen mangelte es nichts. Die Chancenverwertung auf beiden Seiten allerdings nicht gut. Nächstes Beispiel. Scanner McKenzie zu ungenau ans Außennetz. Im zweiten Drittel kam vor allem Bremerhaven ein bisschen ab vom eigenen Plan und ja, verlor die Zweikämpfe. Auf der anderen Seite Bietigheim mit Tempo, mit Kreativität. Chris Wilkie, Spinorama, aber auch das kein Tor. Wilkie ja schon 12-mal erfolgreich in dieser Saison. Der hat einen guten Schuss und zeigt aber auch hier, dass er super skatet und technisch stark ist gegen Samuelsson und dann am Ende wieder gegen Franz Rehm. Bietigheim im zweiten Drittel mit den besseren Chancen. Daniel Weiß setzt hier sehr, sehr gut nach und findet Guillaume Noh. Und jetzt Achtung, Weiß und Franz Reb taucht den raus. Spektakulär gehalten vom Bremerhavener Goalie. Einmal gegen Noh und dann im Springen gegen Weiß. Weiter 0:0. Powerplay für Bremerhaven. Daniel Weiß, sehr, sehr auffällig hier mit guter Arbeit gegen Brugwieser, behauptet sich. Und dann Weiß alleine gegen den ersten, gegen den zweiten, verzögert nochmal und macht das Tor. Shorthander von Daniel Weiß zum 1:0. Der erste Short in the Goal der Bietigheim Steelers in dieser Saison. Sonntag Nummer 3 für Daniel Weiß. Erst mit guter Arbeit, aber dann auch technisch wirklich sehr stark gemacht. Mit viel Ruhe an der Scheibe. Zu diesem Zeitpunkt die Führung für die Bietigheim Steelers absolut verdient. 1:0, auch der Spielstand nach dem zweiten Drittel. Thomas Popisch dürfte nicht gefallen haben, dass eben seine Mannschaft das Spiel teilweise einstellte. Aber sie hatten noch einen, die Bremerhavener im dritten Drittel. Andersen gleicht aus zum 1:1 in der 51. Minute. Brugis auf Samuelsson, ein kluger Pass von Samuelsson in den Slot. Bietigheim, ja, zog sie mit den Spielern zurück vor das Tor. Hier gut zu erkennen, alle vor Brenner, um den zu beschützen. Und dann skatet eben Andersen von links hier rein in den gefährlichen Bereich und wird gefunden von Samuelsson. Der Ausgleich, Verlängerung. Ja, Fabian Dahlem zeigt dann Konzentration. Wir brauchen die Punkte, wir brauchen mal wieder einen Sieg. Und in der Verlängerung dann auch wieder spielerisch was zu sehen vor den Steelers. Wilkie auf Braun, auf Wilkie, der scheitert an Franz Reb. Aber Berger setzt nach, Rebound-Tor und der Sieg für die Bietigheim Steelers nach Verlängerung. Chase Berger mit dem Tor, das sehr, sehr schön herauskombiniert war. Die Defensive hielt und deswegen gab es von Chase Berger, dem Siegtorschützen, auch ein Lob in Richtung Cody Brenner. Und dazu lobte Chase Berger auch die Mannschaftsleistung der Bietigheim Steelers, denn die passte, der Tabellenletzte präsentierte sich wirklich mit viel, viel Einsatz. Yeah, I think it says something that everybody went to Cody, the goalie. He stepped in, Sammy wasn't feeling great, and I thought Cody played really well, held us in. Really nice goal from Whitey, too, the first one. So it was just a good team effort, and
hopefully we can build on that and start winning a little more. Yeah, we don't play like we're supposed to. We don't compete enough. We don't get enough pucks to the net, and you know, overall we don't work for each other, and that's what you got to do to win game. Der Torschütze der Houston Penguins, Niklas Sandersen, kritisiert, dass die Mannschaft nicht gearbeitet hat und dass sie nicht kämpft. Das machten die Bietigheim Steelers schon und deswegen beenden sie die Niederlagenserie. Sieg für Bietigheim, für Bremerhaven, die dritte Niederlage in Folge. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.